Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein Klötzchen-Video. Und zwar braucht ihr diesmal, egal in welcher Größe und welcher Dicke, Hauptsache ihr habt fünf Klötzchen und ein bisschen Holzleim. Da reichen auch definitiv Holzleimreste, also ihr braucht echt nicht viel. Ich zeige es euch hier mal für die eine Sache, was ihr zweimal bauen müsst. Ihr nehmt zwei Klötzchen und setzt die aufeinander. Lasst es ganz schön in Ruhe trocknen. Das macht ihr genau zweimal. Dann habt ihr zwei solche Klötzchen. Die setzt ihr entweder aufeinander. Was ihr auch machen könnt, ist hier hinten hinsetzen, dass es hinten ist, da. Aber ich finde die Variante schöner. Dann haben wir vier Klötzchen verbaut. Und dann brauchst du nur noch ein anderes Klötzchen. Das setzt ihr hier vorne hin. In dem Fall nach hier oben, damit es schön aussieht. Das sieht dann so aus, wenn alles getrocknet ist. Und so könnte es beispielsweise aussehen, je nachdem, was ihr alles draufstellen könnt und wollt. Ihr könnt auch theoretisch das hier vorne weglassen, da könnt ihr auch so kleine Figürchen draufstellen. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß auf jeden Fall beim Nachmachen. Lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.